Und Häkkinen kommt. Also wenn das jetzt noch 66 Runden so weitergeht, fast hier eine Kollision. Mit Ralf Schumacher war das. Und es gibt eine 10-Sekunden-Strafe für David Coulthard. Die Bestätigung ist da. 10 Sekunden Stop and Go für diesen Mann hier. Und dabei darf man keine Reifen wechseln. Ja, der muss dann nochmal kommen. Ya en el warm-up habíamos probado esas mismas condiciones. A mí me había ido muy bien con el neumático al límite, porque no estaba ni mojado ni seco, pero no había que cambiarlo en ese momento. Sobre todo estaba muy, muy cambiante el clima, o podía volver a llover. Se estaba secando, pero estaba parado, estaba negro. Sí. Y por eso yo pude contener a Häkkinen, porque Häkkinen ya había cambiado la goma, pero no era más rápido que yo. Por supuesto que en un par de vueltas más me iba a pasar. Sí, porque yo además yo necesitaba el otro neumático, la goma de piso seco. Pero lo retuviste tres vueltas más. Perfecto. Claro. Sí, y no sabía lo que fue la radio. ¿Por qué? La radio con el equipo. Yo tenía a Gianfranco Fantuzzi, que era mi ingeniero de pista, más Jean-François Sintef, que era un francés que estaba en el equipo. Estaba Cesare Fiorio y Giancarlo Minardi. Entre los cuatro, ¿qué te decía? Era una batalla de gritos. ¿Por qué? Porque estaba el equipo preparado para cambiar. Y bueno, a mí no me importaba nada. Le digo, para la próxima. Y otra vez la gente, ¿viste cómo es la Fórmula 1? Que los tipos, cuando se preparan, salen. Porque además desconectan las gomas de la temperatura. No entra este hijo de puta. Bueno, pero vos estabas siendo tercero en el Gran Premio de Indy. ¿Viste la típica torre de la numeración de Indianápolis? Yo te juro que cuando iba por la recta principal me veía. Veía el número de mi auto en la posición 3. Sabía, obviamente, pero yo quería mirar eso. Was für ein Auftakt. Oh, außen. Schauen Sie die Außenschulter an bei seinen Reifen. Ich denke, das Schwarze da draußen, ganz außen an der Schulter. Links, hinten. Ja, gefällt mir nicht. Der Abstand zwischen Michael Schumacher und Frenzen, der durch die ganze Wechselei jetzt nach vorne gespült wurde, der noch nicht drin war, ist auf 11,8 Sekunden angewachsen. So, und jetzt muss er noch mal rein, der David Coulthard, und diesmal gibt es Benzin und Trockenreifen. Die beiden hier liegen zwar zusammen, sind aber de facto eine Runde auseinander. Angefahrene Reifen. Es sind nur 120, aber eigentlich mehr als normalerweise. Ich würde gerne die Hinterreifen auch sehen. Ja. Ja. Ganz neue Hinterreifen wurden da aufgezogen. Die vorderen waren angefahren. 5,9 Sekunden, eine super Zeit. Mika Häkkinen in der letzten Runde 4 Sekunden langsamer als Michael Schumacher, also noch sind die Regenreifen schneller, aber ob sie halten, ist eine andere Geschichte. Um Platz 15 kommt David Coulthard wieder raus. Michael Schumacher, Frenzen, Dinis, ja, und dieser Gaston Mazzacane, den wir da vorhin gesehen haben, der ist kurzzeitig bis auf Position 4 nach vorne gespielt worden. Schauen wir mal, was uns der Rundencomputer jetzt sagt. Hier tatsächlich, nämlich vor Häkkinen und Villeneuve, die jeweils schon drin waren. Die ersten vier fahren noch auf immer natürlich jetzt schlechter werdenden Regenreifen. Trotzdem, die Rundenzeiten stimmen noch. 23,3 war die letzte von Michael Schumacher. Aber der Reifen hält nicht mehr lange, aber es regnet wieder. Mazzacane kämpft gegen Coulthard. Was für ein Zweikampf. Das ist ja sensationell. Mazzacane gegen Coulthard. Und er gewinnt im Infield logischerweise mit den Regenreifen. Aber jetzt auf der Geraden wird er ihn natürlich niederbügeln. Ohne Probleme. In etwa 720 PS die Minardi da
ja, maximal mitbringt gegenüber 800 PS eines David Coulthard. Und der Reifen macht den Unterschied, das müssen Sie sich mal vorstellen. Was für ein Duell. Wie lange halten die Reifen von Michael Schumacher? Der Regen kommt ihm entgegen, glaube, aber die Reifen sehen nicht gut aus. Geht noch eine Runde, ist da wahnsinnig eng gefahren. Da, wo es schön feucht ist, nimmt natürlich jetzt jede Pfütze mit. Jedes noch so kleine Wässerchen, was auf der Strecke steht. Nochmal ein 1.23er Zeit, diesmal 23.6. Frenzen fährt 24.3. Der erste mit Trockenreifen ist Mika Häkkinen, der ist noch nicht bei Start und Ziel. Hier kommt er erst. Seine Vergleichszeit auf der Linie. Der Weltmeister hängt hinter Gaston Mazzacane. Ein Bild, was fällt da? 1.24.4. Also immer noch eine halbe Sekunde. Aber eben, die Reifen können natürlich jeden Moment auseinanderfliegen bei Michael Schumacher. Mit den Blasen da drin. Das ist... Achtung! Ja, das ist ja ein Zweikampf. Ja, genau. 4 und 5. Sie sehen es eingeblendet. Mazzacane, das Rennen seines Lebens. In dem Teil muss Mika Häkkinen natürlich höllisch aufpassen. Hier kann er auch nicht alles riskieren. Seine WM-Chancen womöglich an einem Minardi zerschellen lassen, der nichts zu verlieren hat. Sehen Sie, da ist er auch gleich ein paar Meter weg. Jetzt wird es wieder trockener und da ist er sofort wieder da. Keine Chance. Nein, den Kurven hat er keine, aber auf der Geraden müsste er eigentlich gehen. Von diesem Rennen erzählt der Gaston Mazzacane noch seinen argentinischen Enkeln. Hier, 23.2, die beste Runde fährt er mit diesen Reifen. Ja, wenn sie nur nicht um die Ohren fliegen. Ganz sanft im Gaspedal. Nur nicht durchdrehen, nur keine Räder durchdrehen. Der drittplatzierte Diniz ist drin, somit ist Mazzacane jetzt Dritter. Und liegt immer noch vor dem Weltmeister, kann sich halten. Schau mal das an. Unglaublich. Oh, aber das ist nicht weltmeisterlich von Häkkinen, dass er da nicht vorbeikommt auf der Geraden. Diniz sortiert sich vor Ralf Schumacher wieder ein. Jenson Button dreht die schnellste Runde mit 22.9. Auf das Trockenreifen. Das ist schon überholt hier, diese Zeit. Ja, auf Trockenreifen. Jetzt ist es Zeit. Ja, wenn es nicht wieder zum Regnen beginnt, das ist natürlich die andere Geschichte. Hier, das ist die Bestätigung. Aber es regnet wieder, schau mal, was machen wir jetzt? Oje, das ist nicht einfach. Trulli entscheidet sich für trocken. Regen oder Tröpfeln, das ist hier der Unterschied. Wo ist denn das Hinterrad? Ach Gott. Das kennen wir, oder? Ja, aber eigentlich nicht vom Jordan-Team. Na gut, vielleicht hat er das Team überrascht und ist einfach reingekommen. Was machen sie jetzt? Die wieder runter und andere vorne neue drauf. Hat man da den falschen Satz erwischt? Ah, vielleicht vom Teamkollegen erwischt. Das darf man natürlich nicht. Das sah ganz danach aus, als wären das Frenzenreifen gewesen. Hinten hat man es gemerkt, vorne musste man sie runterschrauben. Und hier, liebe Zuschauer, immer noch Gaston Mazzacane vor Mika Häkkinen. Wieder Angriff und wieder muss er zurückstecken. Der macht auch keinen Fehler. Irgendjemand ist gerade ausgefahren. Ja, ein Gelber, da hinten. Fährt aber zu langsam, zu langsam. Trulli fällt aus. Ende. Oh, nach dem Boxenstopp stehen geblieben. Also wir haben schon zweimal Chaos gesehen. Einmal bei Gelb und einmal bei Rot. Vorhin die Hektik, als man dachte, eventuell auf Michael Schumacher die Reifen stecken zu müssen, als er in diesem McLaren-Sandwich steckte. Dann wurde Barrichello abgefertigt. Da flogen bei Ferrari die Heizdecken hin und her von den Reifen. Im Boxengassenkanal müssen sich das später nochmal anschauen. Und Michael Schumacher fährt hier Runde um Runde. Und das kann ganz entscheidend sein, dass der Mika Häkkinen weiter hinter Gaston Mazzacane hängen bleibt.
Der Abstand ist auf 43 Sekunden angewachsen. Das ist ja Wahnsinn. Aber das ist eine schwache Leistung, weil auf der Geraden ist der McLaren ja deutlich schneller. Ich meine, sorry, das kann eigentlich nicht sein, oder? Das ist natürlich auch eine Frage der Abstimmung, wie man das Auto für welches Wetter hingetrimmt hat in der Startaufstellung. Das kann Mika Häkkinen hier unter Umständen doch auch zurückwerfen. Aber dass er nicht an Gaston Masakane vorbeikommt, das ist natürlich hier eine ganz entscheidende Situation. Der jetzt auf Trocken gewechselt hat. Also, Button steht, aber ich glaube, da war was krumm.